Erneut willkommen zurück hier bei Bayonetta 2 und was soll ich sagen, im letzten Part haben wir es endlich geschafft, Jeans Seele zu befreien, indem wir die Herrscherin von Inferno höchstpersönlich vernichtet haben, Alraune, und die hat glücklicherweise sogar noch mit ihrem toten Körper irgendwie, ja, was Nützliches hinterlassen. Aus ihren Überresten hat Rodin nämlich eine neue Waffe für Bayonetta hergestellt, eine Peitsche namens Alruna. Und die werde ich dann bei Gelegenheit auch mal ausrüsten. Und jetzt geht es los mit Kapitel 12, der Lumenweise. Schon wieder dieser Typ. Der kann uns einfach nicht in Ruhe lassen. So, ach du meine Scheiße, ja, stimmt ja, jetzt kommt ja der Quatsch hier. Climax Horse, Eile auf Diomedes Rücken zu Loki. Hier ist die Steuerung dementsprechend natürlich ein bisschen anders. Hier anvisieren, Unblock Climax, ausweichen, Schwertangriff schießen, Schwertangriff springen, beschleunigen, steuern, bremsen. Okay, ich kann mich erinnern, dass ich da beim ersten Mal ziemliche Probleme hatte, weil es eine Stelle gibt, wo man wirklich springen muss und wenn man das irgendwie nicht richtig hinkriegt, dann fällt man in den Tod und das ist ganz schön scheiße. Also ich kann euch nicht versprechen, dass ich hier reines Platin bekomme. Wahrscheinlich nicht. Garantiert nicht mal. Wahrscheinlich nicht mal normales Platin, aber das ist mir jetzt auch egal. Wir müssen jetzt, wie gesagt, erstmal dahin kommen. So. Trotzdem möchte ich ganz kurz, weil ich jetzt hier noch das Menü zugreifen, aufs Menü zugreifen kann, meine neue Waffe ausrüsten. Alruna. Ausrüstbar an Händen und Füßen, eine Peitsche, in die Seele der Alraune gebannt wurde, eines Dämons, für dessen Namen eine nur in Inferno vorkommende Pflanzepate stammt. Die Peitsche ist mit Dornen übersät und windet sich in der Luft, als sei sie lebendig. Man sagt, dass das Knallen der Peitsche sich in den Ohren ihrer Opfer wie die Flüche der Alraune anhört. Ja, ist doch geil, oder? Wohl, das kann ich auch an den Beinen ausrüsten, finde ich jetzt ein bisschen interessant. Weil ich hier schon Salamandra habe, aber ich könnte ja hier mal statt Undine dann einfach Alruna an den Beinen ausrüsten. So. Sieht doch auch geil aus. Ja, seht ihr, ich wurde jetzt schon mal getroffen. Scheiße hier. Das ist doch total dumm. Vor allem ist das Vieh voll schnell. Alter. Aber Climax. So. Diomedes ist ja unser Höllenpferd. So. Die Gegner werden einfach hier mit seinem mächtigen Horn weggeschlitzt. So. Aber ihr seht, wie mega schnell der rennt. Wie man dem auswerfen soll, verstehe ich auch nicht ganz. Oh Gott, was ist denn das da? So, irgendwas scheint hier noch zu sein, außer uns. Und die Magie fühlt sich hier... Scheiße, genau das habe ich gemeint! Fick dich! Was ist das hier für eine scheiß Stelle? Was muss ich da machen? Das ist jetzt irgendwie voll kacke. So, hier drüben. Guckt euch das mal an. Erstmal muss ich dem Vieh irgendwie ausweichen. Dann muss ich hier drüben links weiter. So, Alter, der ist ja schon wieder... Ey, Moment mal, das ist doch der Dämon vom Anfang des Spiels, der durchgedreht ist und der Bayonetta nicht mehr gehorcht hat. So, wenigstens gibt es hier genug Checkpoints, dass man nicht alles von vorne wieder machen muss, aber heilige Scheiße! Wie lang ist denn dieser Weg überhaupt? Wow! Okay, es geht noch weiter. So. Oh, verdammt. Was hätte ich denn da jetzt machen sollen? Ausweichen oder wie? Wow, okay. Wow! Holy shit! So, nochmal einmal Climax. Da ist nochmal so ein blöder Gegner. Schlitz! Schlitz! So.
sterben wenigstens eh ziemlich schnell hier. Ich glaube, zwei Treffer sind die tot. Genau. Das mächtige Horn des Diomedes ist einfach zu scharf. Das schlitzt alles kaputt. Auch Dämonen. Und das war's schon. He still owes me some answers. Your impudence will cost you your life, witch. So you're saying diplomacy has failed then? Surrender, or it will be more than your mask that you lose. Umbro Witch. Or shall I call you Bayonetta? That seems to be what people call me these days. Very well then, Bayonetta. You shall be the first Umbro Witch to die at my hand. I swear it. On my honor as a Lumen Sage. Oh mein Gott, Leute, jetzt geht's los. Er hat seine Maske endlich fallen lassen. Der Lumenweiße Balder, das ist der Name. Das ist derselbe Typ wie aus der einen Erinnerung, die Bayonetta da gesehen hat. So, komm mal her. Aber Climax. Ganz egal, was du auch immer tust, ich werde dich trotzdem wieder besiegen. Ganz gleich. You have disappointed me. Habe ich das, hä? So, schmeckt meine Runa-Peitsche. Wow! Yeah, richtig geil. Wow, komm her. Schlitz, daneben ist der Olive God. Bam! So. Ah, der Bayonetta geht richtig ab mit den Peitschen hier. Aber er ist auch gar nicht so übel. So. Abraclimax. Heute bist du ausgepatcht, Freundchen. So, Alter, wie viel Leben hat denn der Typ? Eindeutig zu viel Leben. Wow, daneben. Hier bin ich. Wieder daneben. Schlitz! Und Peitsch und Knacks und Warz. Aber Climax! So. Nochmal Angriff geboostet. Wow, Alter! Wow! Der Typ ist ganz schön schnell. Aber Climax nochmal! So close. He will not be forgiven. He will never be forgiven. My soul is a lumen.
He will draw his last breath before me! This is impossible! Little one? Where am I? Bayonetta! Get away from me! Wow! Kurz, aber knackig! Das war Kapitel 12! Like my new haircut? Nee! Leute, meine allererste Platin-Trophäe! Like my new haircut? Alter, wie geil ist das denn? Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass ich in dem Kampf über Platin schaffe! Und dafür gibt's sogar eine Platin-Trophäe, obwohl ich beim... Das davor mit Diomedes da nur Gold gekriegt habe, aber leck mich am Arsch! Das ist eine voll hübsche Trophäe, Leute. Das hätte ich nicht erwartet, dass ich jemals eine Platin-Trophäe bekommen würde. Aber es gäbe halt noch eine rein Platin-Trophäe. Nur müsste ich da auch reines Platin bei beiden Sachen bekommen, um hier dann als Trophäe dann auch reines Platin zu kriegen. Ich weiß auch gar nicht mal, wie die dann überhaupt aussieht. Aber die normale Platin sieht auch ziemlich geil aus. Da bin ich jetzt gerade echt baff. Zum allerersten Mal... eine Platin-Trophäe. Ich glaube, das habe ich nicht mal beim privaten Durchspielen geschafft gehabt, eine Platin-Trophäe zu kriegen. Na, umso besser. So, Hexenwerk vollbracht, Kapitel 10 bis 12 abgeschlossen und wieder eine Verskarte. Und jetzt haben wir Kapitel 13. Vigrid, Stadt des Déjà-vu. Oder Déjà-vu, Déjà-vu. Auf jeden Fall haben wir dafür noch genügend Zeit, uns gleich mal dem 13. Kapitel zu widmen. Aber was ist mit Loki gerade passiert? Der hat irgendwas gemacht, was uns hat verschwinden lassen. I know where this is. I know when this is. Vigrids Klostergarten. Was zum... Wo hat uns Loki hingeführt? Sie kennt diesen Ort? Okay, erstmal Minus wegen Menü. Denn hier haben wir jetzt einiges zum Überprüfen. Blutstrenn Umbras Hexenwerke. Ist halt nur, dass wir jetzt Kapitel 10 bis 12 abgeschlossen haben. Dann hier oben, ne, die Engelshymne Alpiers ist hier auch die vollständig, die Matthäus-Passion, O Haupt voll Blut und Wunden von Johann Sebastian Bach. Dann, was haben wir noch? Ach ja, genau. Hier drüben Muspelsheim. Kapitel 9 habe ich hier ausgelassen, weil es zu schwer war. Kapitel 10 habe ich beide gemacht. Und hier in Kapitel 12 gibt es auch wieder zwei. Ja, vor allem Vigrid, die Stadt des Déjà-vu, wird das deswegen genannt, weil man nämlich in Bayonetta 1 in Vigrid gewesen ist. Deswegen kennt Bayonetta den Ort. So. Gut, Engelschörer der Laguna, aber erstmal Legimetons Reiseführer für die Dämonen. Da müsste Alrauna ja noch drin sein, irgendwo hier. Ah ja, und Sloth auch. Kurier der Unterwelt. Dieser Dämon lauert frommen Seelen auf, die auf Einlass im Paradiese hoffen, um ihrer Himmelfahrt ein jähes Ende zu bereiten und sie in die untiefen Infernos zu befördern. Die sechs Schwerter auf seinem Rücken symbolisieren Völlerei, Gotteslästerung, Zweifel, Dummheit, Zorn und Hochmut. Jede Klinge erweckt die jeweilige Sünde in ihrem Opfer, sobald es sie verletzt. Wer Sloth begegnet, verspürt zunächst unendliche Freude daran, seinen Glauben zu bejahen. Gleich darauf überkommt das Opfer tiefe Trauer und es wird in die Dunkelheit der Hölle geschleudert. Neben menschlichen Opfern gehen auch zahllose gefallene Engel auf die Rechnung der Sloth. Ganz schön übel. So, dann hier Ausgeburt der Hassliebe Alraune.
Dieses Weib begoss sich mit dem Gift der Alraune und setzte ihr Leben ein, um Vergeltung an ihrem Gatten zu üben, der sie einst verlassen hatte. Das Gift fraß sich durch ihre Haut und verschlang ihre Seele. Von Wahn und Halluzination verzehrt, wurde sie schließlich in Inferno wiedergeboren. Ein Mythos besagt, dass sie Tochter aus adeligem Hause sei, doch ihr nobles Antlitz ist für immer einer Dämonenfratze gewichen. Sie durchforstete die Untiefen der Hölle nach auserlesenen Seelen, spritzt Gift in ihre Nervenbahnen und verband sie dazu, als ewige Geliebte in ihrem Palast zu verweilen. Unersättliches Verlangen und Besessenheit haben sich so tief in ihr Herz gebrannt, dass sie niemals Frieden finden wird, nicht einmal mit abertausenden geopferten Seelen. Na, was für eine Bitch. So, und hier... Achso, das war's schon wieder, weil da war irgendwie so noch von wegen Ausgeburt des Wahnsinns oder so. Und es gibt nur noch mal einen letzten Dämon hier in dem Reiseführer, dem wir noch nicht begegnet sind. Alle anderen haben jetzt schon einen Eintrag hinterlassen. Also irgendetwas wird uns da noch begegnen. Irgendwann, irgendwo. So, Engelsgehörer der Laguna. Da haben wir auch noch längst nicht gegen alle Engel gekämpft. Da kommen noch ziemlich viele, die wir noch gar nicht kennen. Und irgendwo hier unten ist jetzt er. Lumenweiser Balder. Wie in der Vigridischen Chronik von Avellaneda festgehalten, endete der 500 Jahre währende Krieg zwischen Umbra und Lumen mit der Niederlage des letzten Lumenweisen gegen zwei Umbra-Hexen. Dieser Chronik zum Trotz erschien Bayonetta ein maskierter Mann, der offenbar über die Mächte des Himmels und die Schnelligkeit des Lichts verfügte. Das Reich der Lumen ist nicht untergegangen. Vorwort. Die wahren Chroniken Vigrids Saavedra. Ein strahlendes Licht drang durch den Riss der Maske. Ein Licht, das so nicht auf Erden vorkommt, das des rechten Auges. Einem Tyrann soll es vor langer Zeit gelungen sein, die Umbra-Hexen Lumenweisen in den Untergang zu führen. In Sagen heißt es, er habe seine Frau ermordet, seine Tochter hintergangen und sein Volk betrogen. Alles, um mit der Macht der Augen der Welt seine eigene Welt zu erschaffen. Man sagt, der Tyrann habe all Wissen erlangt, die sich mit der eines wahren Gottes messen kann. Der Grund seines Handels bleibt im Dunkeln. Die Wahrheit kann nur aus den Offenbarungen geschlossen werden, die der Prophet Bayonetta machte. Ein junger Tyrann reiste vom Vigrid des Umbra- und Lumenkrieges 500 Jahre in die Zukunft, seine Waffe bereit, um den Feind niederzustrecken. Der Tyrann war Balder, der später als weiser Tyrann in die Geschichte eingehen sollte. Doch der Mann, den die Visionen des Propheten zeigen, ist geradezu von Hass verzehrt und trachtet danach, den Tod seiner geliebten Ehefrau Rosa zu rächen. Kapitel 4, die wahren Chroniken Vigrids Saavedra. Also, jetzt wissen wir wenigstens ehrlich, ob es sich bei den maskierten Lumenweisen wirklich handelt. Und, naja, da steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Aber hier... hinzugelangen, an diesen Ort, in diese Zeit, das war Lokis Werk. Der hat dafür gesorgt, dass wir hergekommen sind, weil wir wahrscheinlich auch relativ unbewusst. So. Da hört man voll so einen Gesang im Hintergrund. Und hier haben wir eine Tür. Boom! So, also die Frage ist eigentlich, da draußen auch irgendwas? Oder nicht? Ich meine, da komme ich ja eh nicht runter, ne? Nee, das ist eine unsichtbare Wand. Achso, warte mal. Untersuchen. Der Himmel über der Stadt leuchtet glutrot. Hat es etwa ein Feuer gegeben? Zuerst konnte ich es nicht glauben, aber anscheinend bin ich an den gefürchteten Ort zurückgereist. 500 Jahre in die Vergangenheit. Alter, richtig krass. Wir sind echt 500 Jahre in der Vergangenheit. Da haben wir eine kleine Zeitreise gemacht. Von einfach mal 500 Jahren. Da wo diese Kriege noch an der Tagesordnung waren zwischen Lumenweisen und Umbra-Hexen. Und wir sind hier mittendrin. Da sind lauter Umbra-Hexen gerade an mir vorbeigelaufen. Die haben mich wahrscheinlich gar nicht mal gesehen. Und schon wieder Rotin? Ne, die brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr im Moment. Von dem habe ich ja schon alles gekauft, was ich kaufen wollte. Und Waffen haben wir auch schon. Deswegen ist das eigentlich jetzt gerade gar nicht nötig. So.
Okay, aber warte mal, ich gehe erst noch nicht da lang, wo die hinwollen, sondern ich gehe da lang, wo sie hergekommen sind. Reines Platin, was sagt man dazu? Und das Ding nehme ich auch mit. So, für so ein fetter Morgenstern oder... oder eine Lanze. Das weiß ich nicht. Ich bleib mal bei dem Ding. Ist eh völlig egal. So. Ja, fies, ne? Da denkst du, okay, cool. Zerbrochene Sechsnäs und dann erstmal voll Hinterhalt von ein paar Engeln. Und also irgendwie sieht das Ding aber auch scheiße aus. Nee, komm, ich glaube, ich nehme doch lieber das andere Ding. Sieht einfach besser aus. Gut, dass ich hier hingegangen bin. Alter. Dieser Gesang im Hintergrund, das klingt so richtig heilig. So, atmosphärisch richtig super und... gut, die Tür kriegen wir nicht auf. Dann können wir eh nur nochmal hier lang. Und da haben wir wieder ein Tagebuch. Was bitte macht ein Tagebucheintrag jetzt 500 Jahre in der Vergangenheit? Sehr seltsam. Brunnenplatz. Wigrids dunkle Vergangenheit. In dieser Welt gibt es keine Hexen mehr. Sie wurden eine nach der anderen während der Hexenjagd im Europa der Vergangenheit grausam ermordet. So steht es jedenfalls in den Geschichtsbüchern. Die Wahrheit ist ein klein wenig komplizierter. Das Massaker, das als wigridische Hexenjagd in die Annalen einging, war in Wahrheit ein Krieg gewaltigen Ausmaßes. Der für ihn verantwortliche Lumenweise löste mit seinen Intrigen einen Konflikt aus, der die Grenzen des Menschenreichs überschritt und dem sich weder Inferno noch Paradiso entziehen konnten. Die Offensive der Engel war derart bedingungslos, dass die Umbra völlig ausgelöscht wurden. Doch die Folgen des Krieges rafften auch die Lumenweisen dahin. So wurden beide Clans aus den Erinnerungen der Menschen getilgt. Die Umbra und die Lumen, die ehemaligen Chronisten der Menschheitsgeschichte, lehrten mich, dass das, was wir mit unseren eigenen Augen sehen und das, was wir mit unseren eigenen Ohren hören, nicht immer der Wahrheit entspricht. Heute bleiben nur wenige Hexen, die die Blutslinie der Umbra weiterführen. Welche monumentalen Geheimnisse tragen sie in sich, die sich im unendlichen Kreislauf von Leben und Tod widerspiegeln? Ist es verrückt, sich vorzustellen, dass sich heute hier in Noatun das Schicksal des Universums entscheidet? Aber ich komme zu keinem anderen Schluss. Ich muss meine preisgekrönten grauen Zellen weiter anstrengen, um diesem Problem schnellstens auf den Grund zu gehen. Wie immer sehr interessant zu lesen. So. Schon wieder neue Engel? Die wurden gar nicht mal richtig vorgestellt, oder? Was war das? Aha, okay, einfach so, ohne jetzt irgendwie so eine einblendende Sequenz. Engel der dritten Sphäre Affinity. Dieser himmlische Diener ist ein Engel der dritten Sphäre und zählt zum neunten und niedrigsten Chor der Engel. Er steht den Herzen tiefgläubiger Menschen am nächsten. Auf strahlend weißen Flügeln schwebt Affinity vom Himmel, sein leuchtender Heiligenschein weist all denen die Richtung, die vom rechten Weg abgekommen sind. Alle religiösen Artefakte, die Affinity bei sich trägt, dienen zum Schutz der Rechtschaffenen. Sie sind wirkungsvolle Waffen, um befleckte Herzen zu läutern. Und Erzengel der dritten Sphäre Applaud. Zwar zählt Applaud noch zur dritten Sphäre, er steht jedoch als Erzengel eine Stufe über Affinity und ist Teil des achten der neuen Engelschöre. Er steht allem Irdischen besonders nah. Kontakte zu Menschen sind daher nicht selten. Es heißt, das hingebungsvolle Gebet eines Gläubigen kann eine Engelsschar der Applauds herbeirufen. Hört, hört. So, aber das sind immer noch nicht alle. Aber wie viele Engel gibt es denn da eigentlich noch? Voll heftig. So, okay. Leute, da ich jetzt nicht weiß, was mich da vorne wieder erwartet, möchte ich den Part mal gerne beenden, weil wir sind jetzt gerade bei 25 Minuten.
Also werden wir uns im Vigrid vor 500 Jahren erst im nächsten Part genauer umschauen. Bis zum nächsten Mal dann also. Tschüss!